Tja, so schnell geht das, ne? Eben hieß es noch kein Whitebody. Und schon ist er. Und schon ist er am Scannen. Nicht jetzt! Aber was haben wir gelernt? Wie nennt man das? Kleine Planänderung. Ja, erstmal. Schöne Grüße an Robert Geis. Bei ihm heißt es auch immer kleine Planänderung. Ich habe gar keinen Platz hier zum Scannen. Holen wir hier auch ein bisschen. Heißt hier, schreibt unten hier als Kommentar, was ihr von den Felgen haltet. Und wir bestellen heute Reifen. Ich sag mal, 2-3 Tage sind die hier. Und ja, und dann schauen wir mal weiter. Also, wir bauen doch ein Whitebody für den Ford Ranger. Ob wir wollen oder nicht, das müssen wir jetzt machen. Ja, jetzt habe ich Felgen dafür bekommen. Apropos Felgen bekommen, ne? Komm her. Nicht nur der Don ist so, ne? Sondern ich habe hier ein Päckchen bekommen aus Dortmund. Ja, Audi-Räder für Whitebody. Also ich muss jetzt ein Whitebody, wow, hab ich voll erschrocken. Also ich muss jetzt ein Whitebody bauen, wo die Felgen drauf passen. Ne? Oder? Kommen Sie ins Fernsehen. Ich stehe wieder am Lamborghini, da kannst du ein Foto machen. Das ja, klar. Sag ich, ich habe es geschafft. Lambo bei Genie. So, wir haben jetzt die Reifen aufgezogen. Wir haben hier 33 x 12,5 R20 eingebaut. Die sind zwar nicht so breit, aber extrem hoch. Ein bisschen, ne? Ja. Achso, ich bin letztens durch Gelände gefahren und bin hängen geblieben. Wo denn? Darf ich nicht, so zeigen Sie mich an. Das sag ich nicht. Schöne Grüße. Ach, nur aus. Auf jeden Fall, wir sind echt hängen geblieben. Über so einen Berg fahren und ja, und der Kollege, der gefahren ist, ich bin nicht gefahren, der ist wirklich, wollte geradeaus über den Berg fahren, aber der Berg war wirklich sehr, sehr klein, ja, also hoch, aber sehr, wie sagt man das, so schmal, von der Tiefe her, nicht okay. So tief, und wir sind da hängen geblieben, genau hier in der Mitte, müssen wir gleich hochgehen und gucken, wie der aussieht drunter. Deswegen brauchen wir so dicke Reifen, damit das nie wieder passiert. Ja, ne? Die sind etwas groß. Ja, die sind etwas groß. Groß geraten. Bei Belzec sind nicht nur die Autos breiter, sondern auch noch höher. Seit neuesten. Normalerweise tiefer, aber der aber nicht. Ich wusste gar nicht, dass Gummo sich so fette Offroad-Reifen produziert. Die haben das schon gesagt, die werden sehr laut sein. Hm. Heißt ja nichts. Ein bisschen schwer sind die auch. Ey, haben wir eine Waage hier? Nein. Doch, wir haben eine Waage gehabt, ja. Hat doch so eine weiße, ne? Ja. Ich glaube, die hat nicht funktioniert. Wieso nicht? Ich weiß nicht, ich glaube, die war kaputt. Leute, das kann man nicht mal hochheben. Wo die Reifen hier ankamen, die waren so schwer. Wir haben gedacht, scheiße. Vom Gefühl her, wie viel Kilo? 400. Pole schätzt. Nein, sollen wir die montieren? Mhm. Und dann schauen wir, ob wir die brauchen oder nicht. Guck mal, die geht bis da. Bis hier. Ich würde vorschlagen, Olli, ja? Stell die Kamera bitte auf den Wagen. Ja? Ab.
Mhm. Schaffst du alleine, oder? Ich habe jetzt Pause. Ich liebe meine Mitarbeiter. Wir haben heute extrem gute Laune. Warum auch immer? Ich weiß auch nicht. Weil heute Freitag ist, glaube ich. Und wir freitags immer gute Laune haben. Ja. Ja. Stürzt es ab oder soll ich alleine machen? Was ich schön finde, ich möchte mal die Kamera zeigen. Machen wir gleich. Oh, gleich. Das Ford, das ist nicht einfach Silber, das ist so gebürstet, ne? Ford. Ja, schön. Schön gemacht, Ford. Sehr schön. Meine Damen und Herren, lieber Don Carlo, ich glaube, der Sensor erwischt jetzt den Reifen. Ich glaube, das ist so. Ich weiß nicht, ob das nur 360 Grad Kamera oder auch diese Fuck. Fahren wir den so? Passt. Ich würde sagen, passt. So. Pipapo. Dann haben wir einen Zollstock? Haben wir sowas? Mhm. So ein Luxusartikel. Hier. Hier. Was? So. Jesus. Guck mal. Ja. Hier. 5 cm. Vorderachse. Vorderachse. Ist so hoch? Steht da so hoch? So hoch? Dann steht da Vorderachse und 5 Hinterachse. Ach, was ist? Bombastisch. Da machen wir 6, weil wir Prior Design sind. Nein, wir machen dann 5, ne? Ja. Machen wir schon perfekt bündig. Ja, die Jungs haben das schon gescannt, das Auto und so weiter. Nicht gescannt, ich hab's gescannt. Gezeichnet. Jetzt müssen wir nur noch die Verbreiterungen fräsen. Ich schätze mal, so 1-2 Wochen haben wir alles fertig. Ich würde vorschlagen, wir fahren das Ding raus. Mhm. Zeigen so ein bisschen draußen, wie der so wirkt draußen. Machen wir. Ja, komm. Wie kann man so fahren? Nee, fettel die Deckel. Warum sind die Deckel nicht drauf, Kollege? Warum sind die Deckel nicht drauf? Die müssen noch festgezogen werden. Hä? Noch festgezogen werden. Achso. Sieht geil aus nochmal, ne? Ja. Aber die andere Seite haben wir drauf gemacht, oder nicht? Ja, müssen wir aber trotzdem wieder abmachen. Hab ich drauf gemacht. Ja, müssen wir aber trotzdem noch. Komm, wir sind vorne, Ruhe hier. Doppelte Arbeit. Ruhe hier, boah. Ich finde, das passt. Don! Du hast mein Leben. Piep! Gedings da. Ja, fett aus. Ja, jetzt muss ein Whitebody her. Schnell. Schnell. Melzer braucht Whitebody. Ja. Ja, machen wir jetzt Schluss. Ja? Oder? Wir haben Freitag, wir haben Wochenende. Und jetzt machen wir Schluss. Okay. Schluss. So, also, das war's hier von uns aus Kaplitwort. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ja, alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.